Die Entscheidung, der erste Elfmeter steht an. Gehalten, gehalten, Buschi. Eine tolle Parade. Klasse Parade erst und dann an den Pfosten. Ist natürlich auch immer... Und der ist tatsächlich drin. Ein Lupfer. Schönes Tor. Ist das bitter, der Ball geht neben das Tor. Und da sieht man schon deutlich beim Anlauf, dass er... Das ist mal ein Elfmeterschütze. So musst du einen Elfmeter schießen. Der Druck ist enorm. Tor, sehr gut und sehr platziert geschossen. Genau unten ins Eck. Ganz sicher verwandelt. Richtig klasse gemacht. Das ist fast schon ein unmenschlicher Druck. Denn nur wenn er trifft, bleiben sie im Spiel. Er macht den Elfer. Also mehr Spannung geht nicht, ganz ehrlich. Den muss er reinmachen. Und was ist das für ein Druck? Und nicht drin! Der Elfer geht an den Pfosten! Jetzt ist es wichtig, sich nur auf diesen Elfmeter zu konzentrieren. Gehalten mit einer tollen Reaktion. Das ist die Entscheidung. Und das ist natürlich bitter für den Schützen. Er hat den Mut gehabt, scheitert aber an einem überragenden Keeper. Um einen Elfer zu parieren, braucht es Intuition und Reaktionsschnelligkeit. Wow! Was für eine sensationelle Reaktion. Elfer pariert.